Mal, da wird Rechtsterrorismus in Deutschland immer unterschätzt und übersehen. Und das werde ich ändern, meine Damen und Herren. Und zwar mit meiner neuen Rubrik, die ich nenne, Wagner weiß was. Die Einzelfall. Ja. Genau, von wegen Einzelfall. Von wegen Einzelfall, meine Damen und Herren. In Deutschland gibt es Dutzende rechtsextreme Soldaten und Polizisten, die Terror, Anschläge planen, Todeslisten führen und Waffen sammeln. Angeführt wird das Ganze von einem Mann namens Hannibal, der Leiter eines Netzwerks namens Unita für Elitesoldaten, so eine Art, wie soll ich sagen, LinkedIn für Sniper oder wie das heißt. Ich sehe hier ganz klar ein rechtes Netzwerk von Terroristen. Wenn Sie vom deutschen Recht als Terrorist anerkannt werden wollen, so, wirklich, müssen Sie erstens eine kriminelle Vereinigung bilden, zweitens eine Serie von Verbrechen begehen und drittens politische Ziele durchsetzen wollen. Und das kann ich hier beim besten Willen nicht sehen. Ich sehe hier nur unpolitische Einzelbuchstaben. T-A-S. Beginnen wir unseren Ausflug in rechte Terrornetzwerke mit Franco A., einem deutschen Soldaten. Oder beginnen wir mit David B., einem syrischen Flüchtling. Fällt Ihnen was auf? Nein, warten Sie, ich helfe Ihnen. Vergleichen Sie mal die wesentlichen Gesichtsmerkmale. Ja, jetzt sehen Sie es. Es handelt sich um ein und dieselbe Person. Franco A. hat sich in einem deutschen Asylbewerberheim offiziell als syrischer Flüchtling registrieren lassen unter dem Namen David Benjamin. Und halten Sie sich fest, er hat tatsächlich Asyl erhalten. Okay, er hatte auch einen wirklich guten Fluchtgrund. Er kommt aus Offenbach. Sein Plan, als Flüchtling Anschläge auf deutsche Politiker verüben, um den Hass auf Migranten zu schüren. Entschuldigung, ich weiß gar nicht, warum Sie das thematisieren. Das ist ja, er ist ja geschnappt worden. Das heißt ja, der deutsche Sicherheitsapparat funktioniert. Ja, nicht der deutsche, sondern der Sicherheitsapparat in Österreich. Geschnappt hat ihn nämlich erst die österreichische Polizei, weil er eine Wehrmachtspistole auf dem Behindertenklo am Wiener Flughafen versteckt hatte. Bist du deppert? Ja, aber in Deutschland war er bis dahin vollkommen unauffällig. Ja, ich habe auch den Eindruck, man muss immer erst in Österreich einmarschieren, bevor die Deutschen merken, dass man wirklich rechts ist. Das ist tatsächlich. Die Experten vom MAD haben jedenfalls überhaupt nichts mitbekommen. Okay, das würde viel erklären. Aber ich meine den militärischen Abschirmdienst, MAD. Ja, das Logo haben die übrigens selbst gemacht. Der MAD soll eigentlich heimliche Demokratiefeinde innerhalb der Bundeswehr aufspüren. Gut, bei Franco A. gebe ich zu, konnten sie nichts finden. Der hat seine rechtsextreme Gesinnung ja nicht versteckt, sondern veröffentlicht. An der Uni. Sie werden es nicht glauben, er hat eine rechtsextreme Masterarbeit geschrieben mit dem Titel Politischer Wandel und Subversionsstrategie. Ja, heutzutage wird man ja schnell in die rechte Ecke gesteckt. Franco A. schreibt darin, dass Einwanderung, Zitat, die Ursache des Genozids der heutigen Völker Westeuropas ist und dass daran die Juden schuld seien. Und jetzt? Ich mach Mittag. Die Bundeswehr hat Franco A. daraufhin natürlich sofort fristlos befragt. Und ich muss zugeben, er hatte eine plausible Erklärung für die Arbeit. Überlastung. Ja, er war überlastet. Er hat einfach nicht genügend Zeit gehabt, um sich von den rechtsextremen Zitaten in seiner Arbeit zu distanzieren. So ist das in dieser schnelllebigen Zeit, oder? Man hat kaum noch Zeit. So, die einen finden keine Zeit mehr für Sport, die anderen nicht mehr, um sich von rechtsextremen Zitaten zu distanzieren. Schlimm. Die Bundeswehr hat dann folgerichtig festgestellt, das Werk war gar nicht rechtsextrem, sondern nur eine, Zitat, akademische Schlechtleistung. So ist es immer mit diesen verdammten Deadlines. Ja, hätte Hitler bei meinem Kampf nicht so einen strengen Abgabetermin gehabt, wäre ja auch die Bergpredigt rausgekommen. Ja. Naja, deswegen ist ja die Bundeswehr zu der Einschätzung gekommen, dass bei Franco A. eine rechtsextreme Gesinnung auszuschließen ist. Franco A. hat ein Hakenkreuz in sein G36-Gewehr geritzt. Ja, ich bitte Sie, das könnte ja auch vom Vorgänger sein. Ja, oder von seinem Vorgesetzten. Oder es waren Kinder.
Franco A. hatte politische Ziele im wahrsten Sinne des Wortes. Heiko Maas, Claudia Roth und Annette Kahane von der antirassistischen Amadeo-Stiftung. Er hatte Listen mit ihren Adressen. Ein Gewehr mit Zielfernrohr. Er plante offensichtlich eine Serie von Anschlägen auf Politiker. Ja, vielleicht plante er auch einen Jagdausflug. Sie sehen ja jetzt überall Terror. Und die 1000 Schuss Munition und die 50 Bundeswehr-Sprengkörper waren sicher auch für die Jagd, was man eben so braucht zum Rehe sprengen. Nee, ich weise Sie darauf hin, dass das hier, was war es, Oberlandesgericht Frankfurt keine Terroranklage zugelassen hat. Ja, wenn man nämlich nur die Patronen gefunden hat und nicht die Gewehre. Ja. Ja, vielleicht handelte es sich bei Franco A. einfach um einen passionierten Patronensammler. Gott sei Dank gibt es ja noch den Bundesgerichtshof an dieser Stelle. Der hat jetzt eine Terroranklage zugelassen. Sie haben nämlich das gefunden, wonach das Frankfurter Gericht monatelang vergeblich gesucht hatte. Es war aber auch echt schwer zu finden, nämlich ein Band von Mein Kampf im Regal. Die kritische oder die unkritische Edition? Die kritische natürlich. Ich meine die unkritische. Nein, die kritische halt. Die ist ja, ganz sicher scheinen Sie mir da nicht zu sein. Ja. Ja, selbst wenn wir ihn jetzt mal ganz großzügig als Neonazi anerkennen, oh, danke. Einer macht ja noch keine terroristische Vereinigung. Ja, aber er ist bei der Bundeswehr.